Iron Smith Medieval Simulator allen. Der ganz, ganz harte Scheiß. Heute wird es richtig wild. Wir gehen rein in die Schmiede. Sehen mal zu, dass wir hier ein paar mächtige Waffen uns zusammenschmieden. Wie immer, komplett planlos rein, ohne Vorinfo. Wir drücken einfach mal auf Start. Rein auf Start. Tutorial brauchen wir nicht. Neues Spiel starten. Jawohl. Und es geht los. Oha. Oha. Drücke E zum Überspringen. Nö, nö, das gucken wir uns erstmal an. Es sieht aber irgendwie ein bisschen verschroben aus. Nicht, dass das Bild irgendwie gerade hier verkehrt ist, weil das Überspringen gar nicht richtig angezeigt wird. Steh auf, Schmied. Wir haben einen Job. Wie er schon aussieht, Alter. Wach auf und geh zur Arbeit. Alles klar. Klar, sicher. Okay, jetzt gehe ich doch nochmal schnell kurz hier in die Einstellung. Irgendwie ist der Rand so ein bisschen wie abgeschnitten. Ob fensterlos oder mit oder ohne, ändert sich nichts. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Das sieht ja wild aus. Das sieht ja aus wie hier alte Amphoren und was nicht alles. Und hier sind wir halb auf dem Segelschiff. Wo sind wir denn hier gerade? Ofen? Werkbank? Okay, können wir alles noch nicht machen. Noch gar nichts hier interagieren mit nichts. Und es zwitschert übelst laut. Okay. Hallo, Tür? Wow. Sehr, sehr weich, ne? Sehr weich gezeichnet alles hier. Alter. Naja, also gehen wir mal ein bisschen rein. Warum stand das Vater einfach verkehrt herum oben drüber? Was ist denn los? Es fängt schon gut an. Leck mich fett, Alter. Es fängt schon gut an. Mit solchen Kleinigkeiten, ne? Da, also mit sowas kriegt man mich ja direkt. Geil, ich heb hier erstmal alles auf. Bevor ich hier mit Alter, ich sehe mich schon wieder das Tutorial schrotten. Oh, guck mal hier. Oh, ich entfache das Feuer, Alten. Das Feuer der Leidenschaft, aber hundertprozentig. Gib ihm. Go fetch me some wood and coal. Am I supposed to do everything myself? Time for you to be of some use. Wer drauf ist, Alter? Niemand hat dich gezwungen, mich in die Welt zu setzen, Alten. Vor 17 Jahren Spaß haben und dann nicht die Verantwortung tragen wollen, oder was, oder wie, oder was. Mann, 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 Mann. Nun sollst du dich auch mal nützlich machen. Ja, mache ich ja, Alten. Ich bin ja hier schon gerade schwer am Zocken. Chopped wood is over there, as you probably know. Wie du sicher weißt. So it can stay dry at all times. Da kannst du nicht ausdenken. Wieso schreien denn immer alle so laut im Game? Ja, zerhacktes Holz und die Kohle wiederum im Schuppen, damit sie nicht nass wird. Ja, geil. So, nimm 5 Kohle und 5 Holz. So, wo war das? Warum ist hier immer noch Ofen? Warum ist das Bild hier immer noch offen? Ah, es ist weg. Dankeschön. Okay, hab ich einen Eimer? Hab ich denn irgendwas zum Tragen? Alter, wie das hier aussieht, ne? Soll das so unscharf sein, oder was? Ich meine, auf Entfernung ist es ja nett. Ah, Holzklotz. 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 Und ich hier bin ich wirklich so als Lausebengel, Alter. Man sieht mich sogar selbst hier. So, warte mal. Holz. Ja, ich nehme einfach noch mal ein paar mehr, ne? Also, wenn ich hier... Also, ich nehme einfach, oder? Kann ich hier hacken? Nö. Nö. Brücke ist auch kaputt. Kann man nichts machen. Fluss ist auch ausgetrocknet.
Katastrophe, Alter. Ja, sieht, sieht gut aus. Ich glaube, wir werden hier richtig schwer zu tun haben in dem Game. Was ist das? Ach, das ist ein Eisenbarren. Wo sind die Kohlen? Und das ist Kohlen. Das sind die Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Und was ist mit den Kohlen? Ja, und was ist mit den Kohlen? So. Ich glaube, ich habe alle Kohlen aufgehoben. Was haben wir denn hier, Alten? Werkzeuggriff. Ich nehme alles mit. Da soll man, also wenn ich hier nachher hingeschickt werde, ich soll noch was aufheben, ne? Ich sehe jetzt schon kommen. Ich sehe jetzt schon kommen. Ich mache es wieder kaputt. Aber warum liegt es denn dann da? Und warum kann ich es dann aufheben, wenn ich nicht soll? Ich soll dann auch hin wegen den Kohlen. Was ist denn jetzt mit den Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Was ist jetzt hier mit den Kohlen? Ja, und was ist mit den Kohlen? Ich dachte, das soll, das ist hier, damit es nicht nass wird. Ist doch alles nass hier. Sag mal, Vater, hast du da reingeschifft oder was? Ist ja komplett nass hier. Was ist denn mit dir? Thank you, son. I need to sit down for a moment. Jo, mach mal, Alten. Get the hammer and the pincers. I'll wait here and we'll start when you have everything. Nimm den Hammer und die Zange. Was denn los? Was hat er denn? Alles in Ordnung mit dir? You've got everything? Great. Get the furnace going and start forging nails. Mir schwindelig. Geh zur Arbeit, Sohn. He'll come to get them in a few hours. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir hier arbeiten. Hammer und Zange. Give me more tang door. So, haben wir gemacht. Habe ich ein Inventar? Habe ich. Alter, ich bin komplett überfüllt. Hammer und Zange. Hm. Oha. Fantasy. Fähigkeitenbaum. Waffenschmied, Fantasy, Waffenschmied. Was ist denn ditte? Nordisch. Geheimwissen. Tagebuch. Metallurgie. Alter, jetzt wird's ja aber wild hier. Das sind nochmal so ein bisschen die Bereiche. Okay, da fängt man dann an. Schmiede, Fähigkeitswissen, Basiswissen. Wikingerfreunde, wat. Ich komme hier nicht raus, oder wie? Hallo, ich will hier raus. Danke. Nimm die Zange, nimm den Hammer. So, hingeschmissen. Aufgehoben. Ich hab's jetzt genommen. You've got everything? Alter. Great. Get the furnace going and start forging nails. Martin or- They helped me a lot when I was opening my own forge and still learning. I hope they'll help you too. Alter, ohne Scheiß, es ist jetzt schon anstrengend, ne? Es ist jetzt schon anstrengend. Du kannst es dir nicht ausdenken, wie anstrengend es jetzt schon ist. Okay, wir müssen offensichtlich hier Kohlen reinhalten. Oder weiß der Geier was? Wie kriege ich Kohlen hier rein? Inventory. Was ist mit den Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Ofen. 700 Grad sofort, weil ich eine Handvoll Kohlen reingeschmissen habe. Inventory. Kohlen. So. 3000 Grad. Jede Kohle macht irgendwie nochmal 500 Grad mehr oder was? Willst du mich verkohlen? Ah. Oh mein Gott. Schmeiß den Ofen und erhitze ihn bis auf 1600 Grad. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. 3000 irgendwas ist halt, ist vielleicht ein bisschen viel. So, was dann? Erwärme den Barren. Inventory. Barren. Ab in den Ofen. Sie glühen übrigens schon. Leg den Barren auf den Amboss. Give me more the tongue door. Temperatur 30? Wie Temperatur 30? 45 Grad? Ja, wird langsam warm, ne? E, heb die Zange auf. Gegenstand zu heiß, als dass man ihn mit den Händen... Ich hab ihn doch schon in der Hand. Ach ne, ich hab ihn mit der Zange in die Hand, in der Hand. Jetzt hier, Amboss. Drücke 1. Leg den Barren auf den Amboss.
Du willst mich doch verkohlen, Alter. Game. Game. Für wen hast du dieses... Für wen, Game-Entwickler? Für wen ist das Game gemacht? Für dich selbst? Ich habe ihn weggeschmissen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr aufheben, Alter. Doch. Ich muss es mal wieder reinschmeißen. Es ist schon nicht mehr so richtig heiß. Aber die anderen sind ja noch da. Oh, jetzt habe ich meine Zange reingeschmissen. Ach, guck mal, mit Q schmeiße ich es rein. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, jetzt nehmen wir das hier. So. Ah, jetzt leuchtet Q auf einmal auf. Dankeschön. Aha. F zum Interagieren. Aha. Was jetzt? Nee. Nee. Egal, wo ich hinzimmer? Alter, ich bin ein richtiger Schmied. Kannst du nicht ausdenken. Dann wird aber ein langer Nagel, oder? Nägel. Ausführen. Ja, so, genau so schmiedet man Nägel. Kommt schon, ihr Lümmels. 6 Stück. Genau so schmiedet man Nägel. Komm, jetzt tu mal nicht so, als ob du genau wüsstest, wie man Nägel schmiedet. So wird das gemacht. Ich sage dir. Zack, fertig. Alter. Do you have the nails, boy? Ja, klar, boy. There he is. Martin is waiting by the gate. Go give them to him. Ja, boy. Was will er jetzt von mir? Fine. Give him these nails instead. Easy now. Martin's coming. Hey, boy. Ich hab Nägels, Alden. Gute Arbeit, Alden. Es gut. Einen Schmied wie deinen Vater an der Seite zu haben. Sein es ist. Ja, Alden, vielleicht hab ich die Nägels geschmiedet. Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht? Ich muss schon sagen, dass du scheinbar deinen Vater in dieser Kunst übertroffen hast. Alden, nutze deine Fähigkeiten weise. Ja, danke, Alden. Ich hab Nägel geschmiedet. Ehre. House of Marine. The nails were all right. The horseshoe and the sickle will do too. Hufeisen und Sichel müssen wir jetzt machen. Jetzt wird es natürlich richtig tricky, während Daddy nicht da ist. Wir kriegen das schon hin. Mein Bestes zu geben und so weiter. Alles klar. Fortsetzen. Gib Gas, Alden. Bis bald. Schönen Tag noch. House of Marine, boy. Alter, so viel Geschnacke in dem Game, ne? Da kriege ich immer Plack. So. Let's Fetz, wir wollen ja hier Action machen. Nimm die Werkzeuggriffe aus dem Dinges, habe ich schon. Setze Komponenten auf der Werkbank zusammen, sehr gut. Lege die Barren auf den Amboss. Okay, wir müssen wieder abbarren hier. Barren. Guck mal, jetzt lübt das auf einmal. F und wir knüppeln drauf. Ham, Rams, jawohl, gib ihm, hau drauf. Aber richtig. Sehr gut. Man muss einen Barren immer erst zu so einem langen Stückchen prügeln und dann lübt das schon. So, was brauchen wir als Nächstes? Wir brauchen Werkzeugteile. Was brauchen wir? Sichelklinge. Ausführen. Ach, aber nun machst du es einen auf rund hier, oder? Ach du Scheiße. Was muss ich drücken? Wo muss ich drücken? Ach, Leertaste. Ah, ein bisschen daneben gehauen, Alden. Ah, 50%, okay. 100% Ehre. Naja, ist halt nicht so scharf, das Ding, aber immerhin, der wird schon irgendwie klappen. Leg einen Barren am Boss, bla bla bla, schmied ein paar Nägel. Mach ich. Ich brauche ein paar Nägels. Zack. Oh, verkehrt. Oh, 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 oh. Ist halt wieder heiß hier. So, am Boss. Jetzt geht das wieder nicht, Alden.
Mal ein bisschen eine Runde pumpen hier. Mal schön pumpen. Schön auf 2000, jawohl. Kohlenstoff muss richtig schön verbrennen da drin. Das muss sprühen und Funken sprühen muss das hier. So. Wie ist das jetzt hier mit Kuh? Also jetzt kann ich das wieder nicht machen. So, wir geben nochmal richtig gut, richtig Schub. Jetzt haben wir hier 100% Temperatur. Vielleicht ist das der Knackpunkt. Genommen. Jetzt geht das Ding auch da drauf. Okay, wahrscheinlich muss es einfach nur heiß genug sein. Dann klappt das auch. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. So, nichts anbrennen lassen. Jetzt E. Ehre. Nägel. Ausführen. Hatten wir ja gerade schon gemacht, waren wir ja gerade schon Experten drin. Regelrecht Experten. Das ist all das Allergeilste, ne? Wir machen einfach aus dem ganzen langen Dingen, wir schlagen erstmal 2/3 vorne und hinten jeweils weg und das kommt einfach in den Müll. Richtig geil. Und aus dem Rest, aus dem Kernstück, Alter, daraus werden die besten Nägel gemacht. Lass dir das gesagt sein. Nägel immer nur aus dem Mittelstrahl sozusagen. So. Perfekt. Setze die Komponenten auf der Werkbank zusammen. Jo, mal rein hier. Werkbank. Hallo? Werkbank. 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 Hallo, Werkbank. 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 Hallo, Werkbank. Ah, hier, jetzt, F. Ach, warte mal, ernsthaft? Ich habe gerade was weggeschmissen. Okay, ich habe den Hammer gerade weggelegt und dann ging's. F. Jetzt fehlt mir noch der Schaft. Wo ist das Ding? Schaft. Werkzeuggriff. Jo, und nu, Alten? Ach so. Haben wir auch. Klinge, Schaft, paar Nägels, zap, 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 zusammensetzen. Klicke auf die Sichel. Klicke auf den Griff. Wie macht die Kuh? Muu. Klicke auf die Nägel. Nägel. Hau die Nägel rein. Seriously? Das sind aber mächtige Nägel, die da so einfach durch hat. Und der? Ja, geil. Wir haben unser erstes Werkzeug und schon steht er da wieder. Alten! Ey, Sven! Schau sie dir an! Ich habe eine Sichel bestellt. Geld? Wie M Geld? Ach natürlich, hier bitte. Adieu. Ja, hause rein, Alten. Habe ich jetzt gerade Geld bekommen? Es gab irgendwie gar keine Bestätigung für irgendwas. Aber offensichtlich ist es erledigt, ne? Platziere heißen Barren auf dem Amboss, schmiede ein Hufeisen, gib, ja, Radomir den Gegenstand. Okay, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube... Wo sind die Kohlen? Uns fehlen die Kohlen. Ja, uns fehlen die Kohlen. Lass uns mal ein paar Kohlen. Was ist mit den Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Wir schmeißen aber mal nur ein so ein Würfelchen hier rein. Oder reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das nicht? 1000. Komm, gib noch mal einen hier. Mehr Sauerstoff! Ne. Ne, reicht nicht. Gib noch mal eine Schippe nach. Oh. Oh, ein paar Kohlen da reingeschmissen. 1700. Sauerstoff! So. Aha, und jetzt ist auch grün, jetzt ist es quasi schmiedebereit. Sehr gut.
Nun brauchen wir einen Hufeisen, Alten. Jetzt wieder der Wilder. Ja, Hufeisen, erstmal drauf dreschen. Erstmal machen wir daraus eine Stange, Alten. So. Perfekt. Und jetzt ist ja wohl ganz klar, was wir machen, ne? Jetzt brauchen wir ein Hufeisen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Werkzeuge. Ah, hier. Hufeisen. Ausführen. Jawolski. Jetzt kommt hier wieder das Rundwirkgerät. Ach du Scheiße. Hundertprozentig. Hundertprozentig, alter Meisterschmied. 100%ig. Alter, das sind aber Schockgüsel, die allerbesten Schuhe fürs Pferd, das es je getragen hat. Jetzt brauchen wir bestimmt nochmal. Brauchen wir nicht Nägel? Man muss doch da. Man muss. Was, machen wir da jetzt Schnürsenkel dran oder was? Wir müssen da doch. Ah, hier ist er schon. Der Kunde. Der Radomir. Ich dachte, wäre für unser eigenes Pferd. Radomir, alter Wemser. Ich hab dein Hufeisen. Aber allerbeste Hufeisen. Gute Arbeit, Junge. Hier ist dein Geld. Mach's gut. Ach ja. Hast du eigentlich den Rauch im Osten gesehen, Alten? Ja, nee, nö. Hab ich nicht. Komm, jetzt kommt hier schon der nächste an. Alter, ich hab hier, ich hab so ein Iro, Alter. Da wäre doch mal was, oder? Hier mein schütteres Haar einfach mal schön wegrasieren. Wer ist er denn jetzt? Alter, ach, ich fahre jetzt da einfach mit. Fahre ich da jetzt einfach mit? Ich weiß es nicht, also mal ernsthaft. Also bei manchen Sachen, da, also... Was ist denn das jetzt? Was wird denn das jetzt? Ah, es geht doch mal weiter. I wish I had some good news for you, but I don't know what happened to your father. Flog da gerade ein Greif? Hieß es nicht Matt Evil? Matt Wurst, da ist ein Greif. The wolves have been in the air for a long time. It's good you at least made it out alive. Und was war das? Ein Eichhörnchen mit Federn? I think I haven't introduced myself yet. My name is Olaf. Ach, Leute. Welcome to Willowood. Ey, hast du schon den Kanal abonniert? Hä? Noch nicht? Ja, mach doch mal, Alten. Sei doch mal nicht so. Dankeschön. Ja, Alter. Erstaunlich. Wer bist du denn? Du bist ja schon da. Gott sei Dank. Ich heiße Sigurd. Ich bin der Graf dieses Dorfs und der Umgebung. Du bist hierher auf meine Bitte gekommen, um den alten Ivar zu ersetzen. Ja, Alten, ich weiß überhaupt nicht, warum ich überhaupt hier unterwegs bin. Ja, was denn jetzt? Jetzt soll ich hier einen gefallenen alten Schmied ersetzen oder was? Oder wen soll ich mal ersetzen? Auf jeden Fall haben wir gehört, dass der Graf Ulf sich mit seinen Truppen gen Süden bewegt. Dabei brennt er alles auf seinen Weg nieder. Er wird wahrscheinlich in 1,5 Tagen hier sein. Geil, Alten. Also müssen wir jetzt natürlich hier Gas geben und ordentlich ein abschmieden, oder was? Du musst sofort handeln. Einige deiner Waffen sind alt. Einige meiner Waffen sind alt? Ja, ja. Alt und beschädigt. Sie eignen sich nicht mehr, um Blut fließen zu lassen. Ich bezahle dich, wenn die Gefahr vorbei ist. Ja, Affengeil. Das klingt auch auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Wir machen einen kurzen Spaziergang zur Schmiede. Ja. Alter, ohne Scheiß, das Game, ne? Das Game macht mich jetzt schon komplett kirre.
Du kannst es dir auch nicht ausdenken, solche Sachen, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Der Cedric. Ja, und dann sind wir hier an der Schmiede, oder was? Das sieht doch schon mal mächtig aus. Ja, moinsen! Das ist dein Arbeitsplatz, Schmied. Hoffen wir, dass es auch über viele Jahre so bleibt. Ja, den hoffe ich auch. Dankeschön, Dankeschön, ja. Mhm. Ja, innen drin und so. Ich sehe überhaupt nichts, weil es hier total dunkel ist. Danke. Danke, danke. Ja. Ich kann große... Können wir wiederholen? Nee, ich bin schon... Ich schaff das schon. Danke. Rinja hauen, Alden. Uff. 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 Okay. Ja. Nach wie vor, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und wir benötigen höchstwahrscheinlich wieder jede Menge Kohlen. Laden wir uns mal ein bisschen voll mit Kohlen. Mit sämtlichen Gedöns, was wir noch also alles brauchen. Waffen, Griffe, cha-cha-cha. Oh, Inventar voll oder was? Gibt's das? Das ist schlecht. Was ist denn hier? Was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt? Was habe ich in der Hand? Form. Ach, ich kann was gießen. Eine Gussform. Ach, das ist krass. Wo bin ich denn hier? Ah, hier. Form. Okay, nicht schlecht. Was haben wir hier? Ein paar, ein paar Potions oder was? Ja, klar. Schmied, Alchemist, alles. Graviertisch. Okay, das ist cool. Hier. Okay, das scheint ein Bücherregal zu sein. Ja. Okay, okay, okay. Was auch immer das sein soll hier in der letzten Ecke. Okay, wird offensichtlich nicht genutzt. Was haben wir hier oben? Ja, ich glaube, hier oben ist einfach nur Lirum Larum, irgendwie Deko und, ja, unnütze Räume. Also gehen wir mal rein in das Ganze. Brauche ich hier noch irgendwas? Hier haben wir ein paar Zangen, hier haben wir noch ein bisschen Eisenbarren, Hämmer, Holz, Tiegel. Okay, das ist interessant. Die brauchen wir dann natürlich auch, um die Gussform zu befüllen. Und was sagt der Job? Nimm dein Werkzeug, Holz, Kohle, Hammer, Zange. Schmiede ein Schwert und setze es zusammen. Alles klar, da ist der Ofen. Dann mal reingucken hier ins Inventar. Wir machen da ein paar Kohlen rein. Sollen wir schon anmachen? Boah, schon direkt an, Alter. 300 noch was Grad. Wir brauchen bestimmt ein bisschen mehr, ey. Hauen wir mal rein hier. 5 Kohlen. Oh, 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 die guten Kohlen. Was ist mit den Kohlen? So, Rindor. Ich weiß nicht, wie warm das sein muss. Schmiede ein Schwert, setze es zusammen. Poliere, graviere. Gib dem Baron sein Schwert. Ich würde sagen, wir schmieden das erstmal ordentlich aus einem Metall, aus einem Eisenbarren. So. Temperatur 3. Also, jetzt gehen wir hier erstmal ordentlich Schub. Temperatur 26. 29%, 30%, kann das sein? Okay, die Anzeige hier unten in der Ecke, ich hocke da gerade vor, aber die Anzeige hier zeigt mir auch, wie viel Prozent der Barren hat. 45%. 50, kann das sein? Ja, schon ein bisschen drüber. 55, doch, passt. Also, wir müssen hier erstmal das Eisen richtig heiß hinkriegen.
Da oben sind auch die Kohlen. 5 Kohlen drin. Okay. 70. Ich hoffe, ich kann das jetzt schon machen. Und ich habe jetzt auch schon quasi das Wissen dazu. Der hat ja irgendwas von so einer Schriftrolle noch gequatscht. Kann es sein, dass ich das Ding jetzt... Ich meine, jetzt habe ich theoretisch die Info, aber ich habe sie halt nicht wirklich. Ich hole mir so ein paar Kohlen. So ein Tiegel. Und baller jetzt hier diesen Schmelztiegel da rein. Aha. Jetzt habe ich gerade ein von diesen... Das ist bestimmt nicht heiß genug. Jetzt habe ich gerade ein von diesen... von den glühenden Barren da reingeschmissen. Mehr Kohlen. Grad ist noch nicht genug. Werden die hier heiß oder was, die Kohlen? Mehr Kohlen! Okay, 2200 scheint zu reichen. Ich nehme die Form. Ah, die Schwertform. Muss die irgendwo hin? Aufzuheben, okay. Tiegel, Temperatur 100. Aufheben. Form. Ah, hier kommt das Ding hin. Ah, okay. Dankeschön. Okay, ich muss erst das Ding da hinstellen. Alter, mach mich doch nicht kirre. Wie sinnvoll ist es denn, erst den Top dahin zu hängen, dass er auskühlt? Und dann Gegenstand ablegen, interagieren. Okay. Interagieren. Nee, jetzt muss ich hier von Hand. Wollt ihr mich verkohlen oder was? Wie komme ich hier raus? Wo ist denn das Förmchen? Ihr wollt mich doch komplett verkohlen. Was ist denn das für ein wackes... Was ist denn das für ein bescheidenes Minigame, Alter? Der Tiegel ist leer. Ach Quatsch, Alden. Ich werde ja weich. Jetzt werde ich ja schon wieder weich bei sowas. Form, aufheben. Schmeiß doch die Form dahin. Erhütz es noch einmal, Alter. Ich werde weich. Ich werde wirklich gleich weich. So eine dusselige Scheiße, Alter. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Jetzt stell doch die Form dahin. Wer hängt denn das Feuer da als erstes hin und dann im Nachhinein die Form? Wer ist denn so lost? Alter, so eine gequälte, so etwas Schlimmes habe ich lange nicht mehr gemacht. Wie kann man denn so eine Scheiße programmieren? Jetzt! Du willst mich komplett verarschen, Game. Grad. Reinschmeißen. Platzieren. Nein, nicht interagieren, denn das Ding liegt hier noch daneben. Ich muss es erst platzieren hier. Was für ein Game.
Was für eine Verschwendung von Lebenszeit. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Wie kann man denn eine grundsätzlich gar nicht so schlechte Idee so dermaßen bescheiden umsetzen? Wieso macht man denn so eine gequirlte Scheiße? Ich bin raus. Katastrophe.